Ja, herzlich willkommen bei der nächsten Episode von Was uns bewegt. Heute möchte ich ein wenig darüber berichten, warum wir in die Zukunft investieren und ein bisschen aus unserem Internen erzählen, wie wir das bei uns bei Frank Schmelzer Automobile gestalten. Bei den letzten Malen habe ich ein bisschen was von meiner Unternehmerleidenschaft erzählt. Ich habe einen ersten Einblick gegeben, indem ich euch mit auf die Baustelle genommen habe. Und jetzt zeige ich euch so ein bisschen was von unserem Inneren, wie wir unser Unternehmen gestalten. Ja, warum verändert man ein Unternehmen? Auf der einen Seite habe ich Mitarbeiter und auf der anderen Seite habe ich Kunden. Und in der Vergangenheit, und wenn ich jetzt mal auf 2002 zurückschaue, dann hat uns eins geprägt und das war immer das, was unser Angebot besonders unterstrichen hat. Das war die Leidenschaft und die Begeisterung. Die Leidenschaft und Begeisterung auf der einen Seite für das Produkt, für die Marke, für die Technologie und auf der anderen Seite ist es immer auch der Spaß an der Dienstleistung, an der Serviceleistung. Es hat uns immer unheimlichen Spaß gemacht, wenn der Kunde mit einem Lächeln vom Hof fährt, aber dafür auch Produkte zu entwickeln, ob es der Mobilitätsservice ist, das Holen und Bringen von Fahrzeugen. Damit haben wir schon früh in den 2000er angefangen und das war immer ein Teil, der uns sehr geprägt hat. Und der dritte Teil, der uns geprägt hat, ist so einerseits die Individualität und auf der anderen Seite auch die Beziehung. Und zum Kunden. Und bis dato gab es eigentlich keinen Grund, etwas zu verändern, wenn sich nicht die Welt um uns drumherum auch verändert. Das hat viele Jahre so hundertprozentig funktioniert, aber wir haben da draußen im Markt Einflüsse unterschiedlichster Art. Wir haben auf der einen Seite haben wir technologische Einflüsse, ob es die Digitalisierung selber ist, aber auch das Thema Connectivity oder auch das Thema autonomes Fahren. All das sind Einflüsse, die sich auswirken auf unseren Kunden wie auf unseren Mitarbeitern. Wir haben umweltpolitische Einflüsse. Das ist das, was wir gerade auch in unserer Branche sehr deutlich merken. Themen wie die E-Mobilität oder auch Auflagen durch die EU, die sich sehr deutlich bemerkbar machen. Und wir haben industrielle Einflüsse, die natürlich dementsprechend auch aus den Herstellern resultieren. Und ein wesentlicher Faktor ist auch, dass wir sehr starke gesellschaftliche Einflüsse haben. Wir haben eine andere Generation. Der Anspruch der nachwachsenden Generation ist ein anderer. Und all das hat eine Auswirkung nicht nur auf meinen Kunden, sondern auch auf meinen Mitarbeitern. Und so verändern sich einige Dinge. Unser großes Ziel ist es, in den nächsten Jahren das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu positionieren. Das ist, sage ich mal, das übergeordnete Ziel mit der Mission, Menschen zu bewegen. Dort steht einmal im Vordergrund, Menschen persönlich zu bewegen und auf der anderen Seite Menschen in ihrer Mobilität zu bewegen und sie mobil zu machen. Und jetzt bleibt immer die Frage, was bedeutet das? Was bedeutet der Einfluss, der da draußen auf uns einströmt in unterschiedlicher Form für mein Unternehmen? Das bedeutet nicht unbedingt, dass ich mich deswegen von meinem bisherigen Wertangebot oder meinen Werten trennen muss, sondern die Frage ist nur, inwieweit passt das zueinander oder bedarf es einer Anpassung? Und im Konsens sind es für uns drei Punkte, die an dieser Stelle eine zusätzlich wesentliche Rolle spielen. Das ist einmal das Thema der Digitalisierung, um sie zu nutzen, um Dinge smarter zu gestalten. Damit meinen wir, sie schneller zu machen, etwas einfacher zu machen, reaktionsschneller an manchen Stellen zu sein. Viele unserer Kunden haben nicht die Zeit unbedingt immer und hier wollen wir einfach bei helfen, Zeit zu sparen, ja, durch einfach effiziente und einfache Prozesse. Der zweite Punkt ist, dass ich das, was früher mehr Produkt war, heute mehr zum Thema der Mobilität wird. Das heißt, der Anspruch hat sich verändert. Es ist nicht mehr ganz so stark das Besitzdenken. Was aber immer weiter bleiben wird, ist das Mobilitätsdenken. Und das ist ein zweiter Schritt, der sehr wichtig ist, unser Mobilitätsangebot zu betrachten vor dem Produkt. Und der letzte Punkt, der uns in der Zukunft sehr stark beschäftigt, ist das Thema Begegnung.
etwas konträr zu dem Thema smarter zu sein und die Digitalisierung zu sein, ist unsere Überzeugung, dass wir glauben, der Kunde braucht sehr wohl Begegnung. Und ich glaube, in einer Zeit, die immer digitaler wird, ist der Wunsch nach Beziehung da, aber er braucht einen guten Grund. Und um diesen guten Grund zu liefern, braucht es einen guten Ort der Begegnung. Einerseits das, was wir bauen, aber es braucht auch wertvolle Beziehungen. Und deswegen ist uns auch sehr bewusst, dass es hier nicht nur bedeutet, etwas bautechnisch hinzustellen, sondern auch eine Struktur durch uns als Menschen von innen heraus wachsen zu lassen. Und diese Aspekte sind der Grund, um uns für die Zukunft zu positionieren und uns aufzustellen und für unsere Mitarbeiter wie auch für unsere Kunden entsprechend eine angenehme und gute Zukunft zu gestalten.